Yes. Yes. Okay. Mr. Molyneux, yes, please hang on a sec. Yeah. Asshole. Hi. Herzlich willkommen beim aktuellen Animaniac. Wir machen diesmal den GC Gastro-Check. Das heißt, wir schnauen uns von Publisher zu Publisher und schauen für euch, wer hat im Business Center das geilste Essen gehabt, damit sobald ihr in der Branche drin seid, ihr wisst, bei wem ihr anheuern müsst, wo es lecker was zu futtern gibt. Wir machen den Anfang bei Big N, dem Global Player, und schauen, welche magischen Pilze uns der Mario-Konzern diesmal andrehen will. Wir sind jetzt hier gerade bei Nintendo bei unserem Gastro-Check. Hm. Wie ist denn dein erster Eindruck? Ja, es ist genug Auswahl. Es ist eine gewisse Professionalität zu spüren, als Major Player. Ja. Willst du gerade mal für unsere Leser den Grifftest machen? Ja. Die Griffigkeit lässt auf eine gewisse Knusprigkeit schließen. Das ist löblich. Ebenso reich belegt. Und ich werde jetzt meinen Gaumen damit verköstigen. Ja, also man merkt schon hier die Klasse des Major Players Nintendo. Mit diesem Buffet ist die Marktführerschaft so gut wie gewonnen. Ich muss weg. So, wir sind hier bei THQ, machen hier mal den Gastro-Check und schauen mal hier rein. Hallo Thomas. Hallo, was habt ihr? Bei THQ liegt man sehr gesund. Wir haben Obstsalat, wir haben Äpfel, wir haben Müsli-Riegel und wir haben Limonade. Der Haken dabei, keiner wird satt. Machen wir jetzt einen Kaffee. So, wir sind jetzt nun bei Capcom und machen unseren Gastro-Check und schauen mal. Ja, hallo, ich bin Thomas von der Maniac hier. Ja. Was habt ihr denn hier zu essen? Was? Welches Magazin? Die Maniac. Maniac? Ja. Ja, gib einfach die Chips raus. Mhm. Oh, danke schön. So, aber jetzt weg hier. Super geklappt. Zilles Fassbrause hier und leckere Käsebrote von Imagine. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen mache ich den Test jetzt gleich im Laufen. Ah, flüssige Gummibärchen, super geil. Ah, absolut Käse. Herb im Abgang und absolut lecker in der Molkephase. Ich bin absolut begeistert und gehe jetzt sofort zu Sega. Ja, so läuft es bei uns in der Branche.
Der leckere Macchiato, persönlich vom Jochen zubereitet, wird mir jetzt auch wunderbar munden. In diesem Sinne sage ich Dankeschön. Wiedersehen, es war eine schöne Gamescom-Menschen. Nächstes Jahr vielleicht gerne auch Spanferkel, ein paar nackte, tanzende Jungfrauen und Obstler. Obstler. Fässe voll Obstler. Das hätte ich gerne. Und dann sind wir auch nächstes Jahr gerne wieder dabei, wenn es heißt Unsinn in Scheiben. Vielen Dank.